Ramon und das andere im ersten Drittel haben vieles richtig gemacht. Wieso hat man dort nicht nachknüpfen? Ja, wenn ich das wüsste, wäre es auch ein bisschen anders rausgekommen. Aber ja, das erste Drittel war wirklich gut. Nachher kommen wir einen Shorthand rüber, zwei Powerplay-Goal und da, wo es führt, 3-2. Und ja, am Schluss haben wir noch mal alles probiert. Aber ich glaube, ja, der Schlüssel ist im zweiten Drittel, dass wir dort wieder mal den Faden verlieren, wie schon so oft. Und das müssen wir sicher anschauen. Defensiv war ein Thema jetzt in den letzten Spielen. Jetzt haben wir eben heute zwar im ersten Drittel kein Gegengoal bekommen. Wie sehen Sie allgemein die Situation? Ja, die Situation ist natürlich vor dem Spiel heute ist klar gewesen. Davos ist gerade vor uns ein sehr wichtiges Wochenende für uns. Das erste Spiel haben wir verloren. Jetzt müssen wir alles daran setzen, dass wir am Sonntag in Davos gewinnen werden, dass wir weiter im Rennen bleiben. Jetzt mit dem Colin Gerber ist ja gerade wieder einer in der Defensive ausgefallen. Wie schwierig ist es auch für euch eben mit diesen Umstellungen ständig jetzt? Ja, das gehört zu unserem Job, aber ich glaube, ich tue mich lieber auf das konzentrieren, was wir da haben, mit dieser Mannschaft, die wir haben. Die Spieler, die auf dem Matchplatz stehen, gehen mit denen und machen das Beste aus dem. Jeder glaubt an den anderen und es ist egal, wer auf dem Matchplatz ist oder wer auf dem Eis ist. Wir gehen alles zusammen mit, als wäre eine Mannschaft durch das Ganze durch. Zuschauer, ist es etwas Erfreuliches, zweimal gegen die gleiche Mannschaft. Wie ist es für euch? Was erwartet ihr am Sonntag? Ja, ich denke, für uns ist es auch cool, die Back-to-Back-Spiele gegen den gleichen Gegner ist natürlich vielleicht noch die eine oder andere Sache offen vom heutigen Match, aber es ist cool, es ist Fakt und ja, wir freuen mich auf Davos. Haben die gerade noch eine Rechnung offen mit jemandem? Ja, noch ein Goal schiessen, glaube ich, und dann wären wir mit Overtime gekommen, aber nein. Am Schluss werden wir einfach die drei Punkte in Davos holen am Sonntag und das ist es.